Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter. Willkommen zurück hier auf dem Seekrautskanal und willkommen zu dieser Schiffseinweisung. Und diesmal kein T5, T6 Schiff wie in der letzten Zeit, sondern ein T10 Schiff. Und das bedeutet auch, dass ihr hier wieder eine ausführliche Einweisung bekommt. Aufgrund der Komplexität der höheren 4 Stufen gibt es hier wieder eine komplette Einweisung, wie ihr sie schon kennt. Und diesmal zu einem Schiff, was schon länger im Spiel ist. Nämlich seit August 2016 gibt es die deutschen Schlachtschiffe im Spiel und der große Kurfürst bildet quasi die Speerspitze der deutschen Kriegsmarine hier in A World of Warships. In der Realität hat dieses Schiff nie existiert. Es ist schon schwer, überhaupt dazu Informationen zu finden, weil selbst der Also eigentlich gab es nur H-Pläne und H-Pläne, das ist der große Friedrich im Spiel, also das T9-Schiff. Das hier ist nochmal eine Weiterentwicklung, aber eher eine Interpretation von Wargaming. Also noch mehr Theorie als ein Plan, könnte man sagen. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr, sehr lustiges Schiff und genau das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Wie immer fangen wir zuerst an, uns mal die Überlebensfähigkeit anzugucken und da stehen hier 105.800 Trefferpunkte zu Buche. Das sind die zweitmeisten Trefferpunkte im Spiel. Seit dem Release der russischen Schlachtschiffe hat da die Kreml die Führung übernommen. Der Torpedoschutz mit 25% ist okay, aber nicht das Beste. Da ist die Yamato natürlich ganz weit vorne mit dabei. Also die Speerspitze in Sachen Torpedoschutz, wenn man dazu sagen möchte. Da ist der Kurfürst eher so, ja, semi-optimal, um es mal so auszudrücken. Gut, und dann fehlt natürlich, darf natürlich nicht fehlen, die Panzerungsanordnung, die hier beim großen Kurfürst für mich die beste Panzerung von einem Schlachtschiff auf dieser Tierstufe ist. Und ich erzähle euch auch warum, weil wir hier vorne nämlich nur einen ganz kleinen Bereich von 32 mm haben. Warum erwähne ich das? Das hat natürlich wieder was mit diesem Overmatch zu tun. Also wenn eine Granate 14,3 mal größer ist vom Kaliber her als die Panzerung, auf die sie trifft, ignoriert sie ja diese. Und ist dann quasi die Penetration ist dann safe. Ja, da kann nichts abprallen, gar nichts, da gibt es keine Winkel. Und wir haben hier beim Kurfürsten im Frontal nur diesen kleinen Bereich hier mit 32 mm. Vorne und hinten ist es dieser kleine Bereich mit 32 mm. Ne? Da kann die Yamato und Musashi die Panzerung ignorieren. Überall woanders setzt automatisch der Abprallwinkel an. Hier haben wir das Deck 50 mm, 50 mm, 50. Gut, hier bei den Aufbauten natürlich auch 90 mm. Das ist natürlich dann auch, die Panzerung wird ignoriert, die Pen ist da quasi safe. Aber was ich euch sagen will, ist eigentlich, wenn ihr euch geschickt anstellt, habt ihr hier nämlich hier schon 60 mm und könnt eben eine Menge, auch die ganz große Munition in World of Warships, abprallen lassen. Und das, selbst die Kreml hat einen größeren Bereich, wo 32 mm sind, ich glaube bis hier nämlich. Und damit ist es natürlich für eine Yamato einfacher, da zu overmatchen. Hier ist es halt wirklich, er muss die Mumpel wirklich ganz genau in diesem Bereich landen, sage ich jetzt mal, damit sie ja, eben nicht abprallt, sondern die Penetration stattfindet. Ne? Dann geht es nochmal weiter. Wir haben ja nicht nur AP-Munition im Spiel, wir haben ja auch HE-Munition. Und das macht den Kurfürsten dann hier auch wieder relativ stark, weil ihr das Deck hier eben mit 50 mm komplett habt. Ne? Die Schiffe, die euch mit HE bekämpfen, müssen auf die Aufbauten zielen oder quasi die Spitze oder das Heck hier, Achterdeck, beschießen mit 32 mm, weil da kommen sie dann einigermaßen durch, wenn sie EFAE geskillt sind. Ja? Oder eben die Deutschkreuzer, die haben ja ein Viertel Penetration mit den HE-Granaten, die würden da auch durchkommen. Die kommen ausnahmsweise dann auch durchs Deck mit 50 mm, weil sie genau da noch, also die penetrieren 51 mm und mit der ist die Splitterschwelle und 50 mm ist ja hier das Deck, also haben wir dann genau die Penetration da noch drinne sitzen. Aber es ist okay, ja, es ist okay. Es gibt ganz andere Schiffe, Conqueror zum Beispiel, der hat 32 mm überall. Das ist das weißeste Schlachtschiff im Spiel, kann man sagen. Und ja, beim Kurfürsten kann man geschickt angestellt doch einiges aushalten. Dazu kommt das nächste Highlight, nämlich hier die Turtleback-Zitadelle. 380, 150 und 45 mm sorgen für summa summarum 575 mm Panzerung und die kann von der Monty, also von der Montana T10-Schlachtschiff der Amerikaner, erst bei 12,5 km durchschlagen werden. Die Yamato macht das schon auf 16,1, die Republik auf 15,9. Das ist nur mal so ein Hinweis, aber generell ist es sehr, sehr schwierig, einen Kurfürst zu Zitadellen, also den maximalen Alpha-Schaden der AP-Granate zu verursachen, aufgrund
der ganzen Winkel. Schaut mal hier. Ja, die Granate kommt hier an, kann hier schon abprallen durch den Winkel. Dann gibt es hier innen drinnen nochmal einen Winkel. Und dann müsste sie hier noch durch und da auch noch in einem guten Winkel ankommen. Also man hat zumindest drei Winkelabfragen, die man ja quasi durchmachen muss. Ne? Und dadurch, dass die Wände hier alle dicker sind als 32 mm, muss auch ein Yamato-Projektil hier die Winkelabfrage auf jeden Fall über sich ergehen lassen. Macht es ziemlich schwierig und im Nahkampf noch viel schwieriger. Die Zitadelle steht ganz leicht aus dem Wasser raus, aber dadurch, dass die Kasematten hier quasi so drüber hängen, Turtleback, ja, das haben alle deutschen Schlachtschiffe, zumindest sind die meisten, die mir jetzt so einfallen. Und ja, deswegen ist es halt so gut möglich, hier auch mit relativ wenig Schaden rauszukommen. Breitseite sollte man trotzdem nicht zeigen. Wenn ihr ein deutsches Schlachtschiff bekämpft, dann zielt immer hier auf die Reling. Ne, die ist nämlich schön dünn, da ist euch die Penetration sicher und dann bleibt ein Drittel Alpha-Schaden eben hängen. So, nachdem wir uns jetzt die Panzerung ausführlich angeguckt haben, dann schicke ich euch jetzt ins Gefecht. Wir haben ein schönes Sekundärgefecht für euch. Ich will euch nämlich hier ein Sekundär-Survive-Build-Kombination vorstellen, so ein bisschen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ich gehe jetzt dann nebenbei auf die Werte des Schiffes weiter ein. Weiter geht es dann schon mit der Hauptbatterie, die dieser Dampfer hier hat. Ihr habt hier zwei Möglichkeiten, 420 oder 406 mm. Ich möchte euch hier die 406 mm vorstellen, weil ich diese auf dem Kurfürsten benutze. Das ist Geschmacksfrage, wer das wie einsetzt. Da gibt es kein Gut oder Schlecht eigentlich. Ich werde euch trotzdem immer wieder die Werte auch für die großen Kaliber mit dazu sagen, dass ihr ein bisschen einschätzen könnt. Ja? Die Ladezeit hier bei meinem Bild hat 24,6 Sekunden, also fertig. Geskillt, ne? Also das ist jetzt hier kein Stockwert oder so, sondern hier die Werte, die ich euch vorlese, sind fertig geskillt, ist ein kompletter Bild, den ich euch sozusagen hier präsentiere. Also 24,6 Sekunden Ladezeit, 36,8 Sekunden ist die Turmdrehzeit. Das wäre dann übrigens bei den 420, wären wir da eben 2,5 Sekunden langsamer, ne? Dann wären wir bei 27,1 Sekunden Ladezeit. Ne? Ihr merkt, da ist auf jeden Fall auch ein Nachteil dabei, wenn man die großen Kaliber verschießt. Dann aber 252 Meter Streuung bei einem Sigma-Wert von 1,8. Das ist unverändert, egal welche Geschütztürme man da benutzt. Die Sprenggranaten machen 4800 Alpha-Damage mit 38% Brandwahrscheinlichkeit. Mit den größeren Kaliber hatten wir da 5000 und 41% Brandwahrscheinlichkeit. Die Durchschlagskraft 101 mm. Ihr habt hier ein Viertel Penetration mit den deutschen HE-Granaten. Das ist richtig heftig und richtig stark. Das heißt, eure HE kommt quasi eigentlich überall durch. Ihr könnt mit manchen HE-Geschossen, wenn ihr auf die richtigen Ziele schießt, sogar Zitadellen landen, ja, weil eure Penetration so dermaßen hoch ist. Also die Kreuzer der Briten zum Beispiel, die sind dafür echt anfällig. Da kann man schnell mal richtig derbe Schaden reindrücken. Und mit den 420 mm Geschossen penetriert ihr 104 mm, also nochmal eine ganze Ecke höher. Die Penetration ist sehr gut, der Alpha-Damage der HE-Granaten der Deutschen ist eher schlecht, muss man so sagen. Das heißt, da sind die Briten natürlich ganz, ganz vorne dabei. Die haben die stärkste HE-Bewaffnung, auch ein Viertel Pen und noch viel, viel höheren Alpha-Schaden. Dann geht's weiter. HE ist ja nicht alles. AP. AP ist sehr, sehr interessant hier. Wir haben hier 12.700 Alpha-Damage bei einer Feuerreichweite von 19 km. Achtung, Legendary-Modul hier eingebaut. In Ursprung hat ihr eine Kampfreichweite von 20,6 Kilometer. Das ist ein Nachteil des Legendaries, dass die Hauptbewaffnung nicht mehr so weit schießen kann. Es ist aber trotzdem sehr interessant und ich erzähle euch auch warum, weil das nämlich eine konkrete Ausrichtung auf dem Sekundärbild ist. Die AP-Munition hat hier einen Standard-Abprallwinkel 0 bis 30 Grad, ist keine Penetration möglich, wenn ihr nicht overmatcht. 31 bis 45 Grad gibt es die Chance auf Penetration, das ist ein RNG. Normalisierung 6 Grad bei dem Kaliber ist normal. Und dann ja, müsst ihr mit den 406 mm 68 mm Panzerung überwinden. Und dann gibt es den Zündverzögerer, der 0,033 Sekunden später dann auslöst und dann im Optimalfall eben den Alpha-Damage reindrückt, sonst ein Drittel oder ein Zehntel, ja, je nachdem, was ihr dann macht, Penetration Overpen oder eben die Penetration der Zitadelle dann sogar, ne, das wäre dann 100% Alpha-Damage. Also, wenn ihr da die großen Geschütze habt, müsst ihr mindestens 70 mm penetrieren, bevor die Zündverzögerung der panzerbrechenden Munition überhaupt auslöst. Wenn ihr schießt und dann 20 Kilometer schießt, dann habt ihr 449 mm, die ihr da penetrieren könnt. Aufprallwinkel der Munition ist dann 20,8 Grad. 15 Kilometer sind es 519 mm und bei 10 Kilometer sind es 608 mm, die ihr da penetrieren könnt. Also
Die Schlagkraft des Kurfürsten ist mächtig. Die 406er sind aber ein Ticken schwächer als die 406er der Montana. Wenn ihr aber die 420 mm benutzt, seid ihr immer ein Sticken besser. Also so, ich sage jetzt einfach mal 30 mm roundabout ist jetzt eine Faustformel. Ungefähr seid ihr stärker von der Penetrationswirkung her. Auch die Winkel sind alle ein bisschen flacher, wo die Munition ankommt. Und ihr seid damit natürlich dann auch stärker als das, was die Montana leistet mit ihren 406 mm. Gut, dann ist die... Ist das große Geschütz immer noch ein Ticken langsamer, also 800 Meter die Sekunde ist da die Mindestgeschwindigkeit, während die kleineren Geschütze, also die 406er hier 810 Meter die Sekunde haben, was eine sehr angenehme Projektilgeschwindigkeit ist zum Zielen. Dann kommen wir zum nächsten Highlight beim Kurfürst, das ist die Sekundärbewaffnung. Hier habt ihr einmal die 128 mm, da habt ihr 10 Türme von A2 Rohre, die machen 31 mm Penetration. Das ist echt angenehm und ihr könnt sie skillen bis 11,6 Kilometer Reichweite. Genauso wie die andere Sekundärbewaffnung, nämlich 150 mm, 4 Türme A2 Rohre. Auch die 11,6 Kilometer, Penetrationskraft 37 mm. Die Ladezeiten sind unterschiedlich, ich blende euch das alles gerade ein. Es ist aber halt wirklich für mich die beste Sekundär im Spiel. Sie verbindet eine gute Reichweite, wenn auch nicht die größte. Der französische Schlachter hat 12,1 Kilometer, glaube ich, an Reichweite, hat aber eine viel, viel schlechtere Penetration, nämlich nur ein Sechstel Penetration, während die Schüsse hier ein Viertel Penetration haben mit den HE-Granaten und die Sekundär verschießt ja nur noch HE. Das heißt, damit macht ihr deutlich mehr Schaden. Hier, wie gesagt, mit den 31 mm kommt ihr durch quasi alle Kreuzer durch, wenn ihr dann richtig trefft, also an den Kasemattenbereichen und den Decks und so weiter, da kommt ihr eigentlich ganz gut durch. Und bei den 150 mm kommt ihr dann 37 mm, da habt ihr dann sogar bestimmte Schlachtschiffe, die ihr super leicht penetrieren könnt. Yamato, Republik oder Conqueror, die haben nämlich einen Überzug von 32 mm, da kommen die 150 schon ohne IFHE durch. Also das ist richtig mega. Ich habe hier kein IFAE, also Trägheitszünder für Sprenggranaten, draufgeskillt, weil mir dann einfach 4 Punkte fehlen, die woanders meiner Meinung nach wichtiger sind, als den letzten Millimeter da auch noch rauszuholen. Ja? So, das sind die Geschichten für die Sekundärgeschütze. Das ist einfach, ja, wirkliches Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn hier doch die Trägheitszünder für Sprenggranaten geskillt werden beim Kapitän, dann macht ihr bei den 128 mm Geschützen 41 mm Pen und bei den 150 mm Geschützen 49 mm Penetration. Ne? Damit seid ihr quasi wirklich das Stärkste, nochmal stärker, aber ihr verliert eben 4 Skillpunkte beim Kapitän. So, weiter geht's mit der Flugabwehr. Die möchte ich ganz kurz anschneiden. Wir haben hier 3 Flakbereiche. Und zwar einmal bis 2 Kilometer 132 kontinuierlicher Schaden, dann gibt es die Mittelstrecke bis 4 Kilometer 342 kontinuierlicher Schaden und dann gibt es die Langstrecke, die macht 6 Explosionen, pro Explosion 1944 Alpha Damage und dann gibt es einen kontinuierlichen Schaden von 151 raus bis auf 6 Kilometer Flak-Reichweite. Das ist eine Flak, die ist so semi, ja, würde ich sagen. Also sie kann mit einer Montana locker nicht mithalten, auch mit einer Republik nicht so richtig. Ja, sie ist aber besser als zum Beispiel die der Conqueror. So ist so mein persönliches Gefühl. Ne? Das ist, ja, naja. Also, wie gesagt, ihr schießt definitiv Flugzeuge ab, aber ein gekonnter Flugzeugträger, Pilot, Kapitän wird euch auf jeden Fall ordentlich zusetzen können. Bleibt also nicht alleine, fahrt im Verbund, auch von der Fahrtaktik des Schiffs her. Ne? Fahrt nicht alleine und versucht da irgendeine Front zu halten oder irgendein Kram. Ihr seid ein Frontschwein, ihr müsst auch vorne als Schlachtschiff stehen, auch gerade wegen der Streuung des Schiffes. Ist es zuträglich, nah am Feind zu stehen, ich sag mal 10 bis 15 Kilometer, eher in Richtung 10. Da kann der Kurfürst richtig effizient sein. Wenn ihr die Sekundärbewaffnung mit dazu einsetzt, dann macht ihr massiv Schaden. Und selbst wenn ihr nicht penetriert, habt ihr die Chance, Brände zu legen. Ja? Also, das ist mal die Grundcharakteristik. Spitze zum Gegner, sekundär leicht angestellt, sodass die Sekundär wirken kann und ihr die vorderen Geschütze mit einsetzen könnt. Dann geht's weiter mit der Manövrierbarkeit. Mit Sierra Mike zusammen haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 31,5 Knoten. Jetzt kommt es aber. Der Wendekreisradius 1050 Meter. Der ist grottenschlecht. Über 1 Kilometer. Da ist die Yamato besser, da ist die Conqueror besser, da ist sogar die Republik besser. Nur die Kreml, die ist ungefähr auf dem Niveau vom Kurfürsten. Ruderstellzeit 19,4 Sekunden. Ja, ist halt ein großes Schlachtschiff. Kann man nicht anders sagen. Ist ein Mega-Schlachtschiff. Es gibt Schiffe, die haben eine langsame Ruderstellzeit, gibt welche, die haben eine schnellere, also Mittelfeld.
Verborgenheit 15,9 geskillt zu Wasser und 13,4 zu Luft. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht ihr 17,8 Kilometer weit auf. Das sollte euch bewusst sein. Mit einem Schlachtschiff steht man nicht im Nebel, es sei denn, ihr benutzt nur die Sekundärgeschütze. Ne? Das wäre nochmal ein Hinweis. Wenn ihr nur sekundär schießt, dann könnt ihr auch im Nebel stehen, weil er da nicht aufgeht. Weil das hier, dieser Strafe gibt es eben nur für die Hauptgeschütze. Erkennbarkeit zu Wasser ist relativ hoch, muss man ganz ehrlich sagen. Yamato ist noch weiter, aber es gibt durchaus mit dem Kornquerer, der da natürlich richtig weit vorne ist, mit seiner Tarnungsfähigkeit, der ist dabei 13 Kilometer, 13,5 mit dem legendären Modul. Ohne legendären Modul sogar noch weiter runter, weil man dann da eben den Tarnungsmeister reinsetzt. Also diese Möglichkeiten gibt es. Ja, Mittelfeld eher am oberen Ende des Mittelfelds, also zum schlechteren Bereich hin. Und dann kommen wir zum Verbrauchsmaterial, was ihr hier nämlich recht zahlreich für ein Schlachtschiff ja, zur Verfügung habt. Fangen wir an. Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Ich werde immer nur die Werte vom Zweier vorlesen. Das ist ja wie gesagt hier eher Endgame T10. Hier sollte man auf jeden Fall immer die Schadensbegrenzungsteams bzw. die Verbrauchsmaterialien mit der 2 verwenden. Einfach, weil es euch mehr Überlebenszeit im Gefecht bringt. Deswegen, die anderen Werte sind eingeblendet. Ihr seht dann auch die Anzahl der Aufladungen und so weiter. Ne? Wir haben ein unbegrenztes Schadensbegrenzungsteam, also unzählig viele Aufladungen. Wirkungsdauer 15 Sekunden, Ladezeit sind 76 Sekunden. Bei der Reparaturmannschaft handelt es sich um eine Standard-Reparaturmannschaft, also keinen verbesserten Heal oder sonst irgendwas. Und die Reparaturmannschaft 2 macht 634 Trefferpunkte pro Sekunde wieder gut. 28 Sekunden lang ist dieses ganze Tool aktiv. 76 Sekunden ist dann die Aufladezeit und mit meiner Skillung hat man hier 5 Aufladungen zu, parat. Das kann man auch ganz gut nutzen. Also gerade wenn man vorne regelmäßig unter Beschuss ist und genau an der richtigen Grenze sich bewegt, was wirklich auch ein bisschen Fingerspitzengefühl bedarf und natürlich auch Glück, dass man auf die richtige Seite auf der Karte gefahren ist und so weiter, dann kann man diese 5 auch wirklich komplett einsetzen. Dann geht es weiter mit Slot 3, nämlich Aufklärungsflugzeug oder Jäger. Ich habe mich hier für die Jäger entschieden und da dann gesagt, ich möchte meine Luftabwehr verbessern. Das ist so dieser Punkt. Ne? Wenn man nämlich, man ist ein statisches Schiff, weil man halt spitz zum Gegner steht, ist man halt, ja, nicht so flexibel, deswegen muss ich zusehen, dass ich mehr Flugzeuge abgeschossen bekomme. Wirkungsdauer sind 60 Sekunden, Anzahl der Jäger sind 4, Aktionsradius um das Schiff herum 3 Kilometer und dann haben wir 85,5 Sekunden Ladezeit, bis diese Jäger wieder einsatzfähig sind und ihr habt davon dann 4 Aufladungen. Und genauso ist es eben bei der Hydroakustik, was ganz Besonderes ist für Schlachtschiffe. Ne? Ein Schlachtschiff mit Hydroakustik, das ist wirklich genial. Ihr habt 6 Kilometer Aufklärung von Schiffen. Ja? Wenn ihr also eine Shima in der Nähe habt, die genau an der Grenze operiert, die geht nämlich erst bei 5,4 Kilometer weit auf. Wenn ihr dann aber Hydro anmacht, dann könnt ihr dieses Schiff aufklären. Ja? Aber gut, eine Shima weiß natürlich auch, dass ihr relativ weit aufklären könnt und so ein erfahrener Kapitän weiß das. Die würde euch aus 7 Kilometer Entfernung wahrscheinlich so torpen oder 6,5 Kilometer. Ne? Aber dafür habt ihr die Hydroakustik und die Torps sind bei 4 Kilometer sichtbar. Wie gesagt, 2 Minuten Wirkungsdauer, Ladezeit auch fast 2 Minuten, 114 Sekunden, Aufladung 4. Kommen wir zu den Verbesserungen, die ich hier eingebaut habe. Ich habe hier ein Sekundär-Survive-Bild mir zusammengestellt, womit ich sehr gut klarkomme. Es ist eine für mich perfekte Mischung in diesem Spiel. Nur sekundär, alles auf sekundär gebaut, sorgt dafür, dass der Kurfürst sehr, sehr schnell aus dem Gefecht verschwindet, weil er ständig Dauer brennt. Schlachtschiffe brennen ja immer 60 Sekunden und wenn ihr dagegen nichts tut, dann verliert ihr ganz schnell riesig viele Trefferpunkte und konntet die sekundär gar nicht richtig einsetzen. Ihr seid ein Frontschwein, das heißt, ihr werdet sowieso immer den Beschuss des Gegners anziehen und deswegen braucht ihr etwas in Survive. Das ist so mein Ansinnen bei der ganzen Geschichte. Slot 1 habe ich die Hilfsbewaffnungsmodifikation 1 eingebaut. Sekundärbatterie und Flaklafetten Überlebensfähigkeit um 100% gesteigert. Dann gibt es in Slot 2 das Schadensbegrenzungssystemmodifikationstool. Wir haben dann Risiko des Brandes um 5% reduziert und des Wassereinbruchs um 3%. In Slot 3, klar, wir haben hier ein Sekundärbild, also die Sekundärmodifikation, mehr Reichweite um 20% und 20% weniger Streuung. In Slot 4 gibt es die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2. Da wird die Brandbekämpfung beschleunigt, also 15% weniger Zeit benötigt und auch für den Wassereinbruch 15% weniger Zeit benötigt, bis der behoben ist.
In Slot 5 gibt es dann die Tarnsystemmodifikation, ihr seid weniger weit sichtbar. Und das ist nicht alles, denn die Gegnergranatenstreuung erhöht sich um 5%. Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das wirkt nämlich immer, auch wenn ihr sichtbar seid. Ja, diese Streuungserhöhung ist ein wirklich wichtiger Punkt aus meiner persönlichen Sicht. Deswegen habe ich es drin. Und in Slot 6 gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn ihr das Legendary habt, dann ist mein Bild natürlich genau der richtige, weil ich hier den Legend, also den Sekundärbild mache und die verbesserte Hauptbewaffnung, so wie dieses Modul heißt, verringert die Ladezeit der Hauptbatterie um 15% und die der Sekundär ebenso. Dafür bekommt ihr auf der Hauptbatterie eine geringere Feuerreichweite, nämlich 8% reduziert, also nicht 20,6, sondern nur noch 19 Kilometer Reichweite. Und die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie verringert sich um 7%, also ihr dreht die Türme langsamer. Das ist aber okay, ich hatte ja vorhin gesagt, Turmdrehzeit 36,8 Sekunden ist immer noch mega schnell. Da gibt es ganz andere Schiffe, Yamato, die da quasi eine Minute brauchen, bis die Türme gedreht sind, so sinngemäß. Ne? Wenn ihr das Legendary-Modul nicht habt, dann solltet ihr die Hauptbewachungsmodifikation 3 einbauen, um da die Ladezeit nach unten zu bekommen. Da die Drehgeschwindigkeit wird da um 13% verringert, ist aber auch akzeptabel. Kann man mit leben. Wichtig ist, dass ihr schneller nachladet. Das sind meine 6 Module, die ich hier, also 6 Verbesserungen, die ich hier eingebaut habe. Dann geht es weiter zur Signalbeflaggung hier. Erste Reihe, ganz oben links, November Echo Set 7, den Flaggschaden erhöhen. Das muss man auf jeden Fall machen. Dann natürlich in dem Sekundärbild Mike Yankee Soxy 6 die Sekundärreichweite erhöhen, um 5% die Streuung runterkriegen und die Ladezeit der Sekundärbatterien reduzieren. Ganz wichtige Flagge für diesen Bild, den ich hier habe. Dann geht's weiter in der zweiten Reihe ganz links. November Foxtrot, um die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien zu reduzieren. Sierra Mike, um die Höchstgeschwindigkeit auf 31,5 Knoten zu bringen bei dem Kurfürsten. Dann daneben wiederum India Delta, mehr Trefferpunkte wiederherstellen, wenn ihr die Reparaturmannschaft verwendet, 20% mehr Trefferpunkte, also ist nicht wenig. Dann Juliet Yankee Biso 2, Reparaturdauer des Wassereinbruchs um 20% reduziert. Und dann gibt es noch India Yankee, nochmal Zeit für die Brandbekämpfung 20% reduziert. Dann haben wir 7 Signalflaggen vergeben, dann könnt ihr noch eine einpacken für EP oder was auch immer ihr dann gerade machen wollt. Oder ihr müsst halt auf irgendetwas verzichten von den Signalflaggen. Was anderes bleibt da nicht. Wenn ihr den Kurfürsten freigespielt habt, dann kriegt ihr keine Tarnung standardmäßig dazu. Ihr könnt aber optional eine Tarnung kaufen für 5000 Dublonen in-game. Wenn ihr den Kurfürsten liebt, solltet ihr euch das überlegen. Es bringt Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%. Das sind Standardwerte, das haben auch die Verbrauchstarnung. Aber ihr habt hier eben 50% Wartungskostenrabatt bei der Premium-Tarnung, 20% mehr Credits verdient ihr und 100% mehr EP bekommt ihr eben on top. Ich habe es damals gemacht, bin Fan des Schiffes, mag das Schiff, von daher ist jedem sein Geschmäckle, ob er das machen möchte oder eben nicht. Auf die Flaggen muss ich gar nicht weiter eingehen. Beim Kapitän, da gibt es natürlich auch wieder so Interpretationsfragen, aber mein Bild stelle ich hier vor und bin damit eigentlich sehr, sehr zufrieden. In der ersten Reihe oben links fangen wir an mit vorrangigem Ziel. Ja, ich möchte wissen, wie häufig und wie doll ich aufgeschaltet bin, um danach zu steuern. Kann ich weiter vorfahren, kann ich weiter zurückfahren und so eine Sachen. Das ist so ein bisschen mein Indikator, den ich persönlich brauche für meinen Spielstil. In der zweiten Reihe gibt es natürlich dann ganz rechts, also zweite von rechts, den Adrenalinrausch, Standard-Schlachtschiff-Skill. Muss auf jeden Fall drauf sein, weil es nämlich nicht nur die Nachladezeit der Hauptgeschütze reduziert, sondern auch die Nachladezeit der Sekundärgeschütze und der Torpedowerfer, wenn wir jetzt zum Beispiel welche hätten. Ja, haben wir hier auf dem Schiff nicht, aber ja, es wirkt halt auf alles, was Bewaffnung an Bord ist. Ja. Ihr verliert Trefferpunkte und dafür wird die Nachladezeit halt deutlich reduziert, nochmal zusätzlich weiter reduziert. Dann gibt es hier noch den Elite-Schützen. In der zweiten Reihe, um die Turmdrehzeit wieder zu beschleunigen. Ihr hattet ja mitbekommen, wir verlieren Turmdrehzeit, wenn wir in Slot 6 halt die Hauptbewaffnungsmodifikation 3 einsetzen oder eben das Elite-Modul. Dadurch, mit dem Elite-Schützen, können wir so ein bisschen wieder was ausgleichen. In der dritten Reihe habe ich zuerst Grundlagen der Überlebensfähigkeit geskillt, um nochmals die Zeit für die Reparatur, Brandbekämpfung und Wasserauspumpen weiter um 15% zu reduzieren. Und dann habe ich in der Reihe 3 noch den Inspekteur drin, um eben von allen Aufladungen eine Aufladung mehr zu haben. Also von allen Verbrauchsmaterialien. Reparaturmannschaft, Hydro, Jäger. In der vierten Reihe, es ist ein Sekundärbild, dann ist es ganz klar, was hier gemacht wird. Verbesserte Schießausbildung für mehr Reichweite. Ja. Und ja, dann gibt es natürlich noch was für die Flak hier mit den 15%. Das heißt, wir haben da so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne? Also
Wir profitieren für die Sekundär- und für die Flak davon. Und dann gibt es natürlich das manuelle Feuer in der Sekundärbewaffnung, die die Streuung um 60% reduziert. Ja, und ihr gebt ein Ziel vor, auf was die Sekundär schießen kann. Wenn man jetzt IFAE hier mit reinbauen will, um die höhere Penetration zu bekommen, müsst ihr, also würde ich zumindest so machen, den Elite-Schützen weglassen und den Inspekteur weglassen. Dann habt ihr 5 Skillpunkte zur Verfügung. 4 davon packt ihr zu IFAE, also Trägheitszünder für Sprenggranaten rein. Dann habt ihr noch 1 Skill über und den würde ich dann oben in den Ladeexperten packen, um da schneller zwischen AP und HE wechseln zu können. Und das ist mein Bild, den ich hier auf meinen Kurfürsten so anwende. Gut, kommen wir zu Pro und Contra. Also ich habe eine Menge Pro bei dem Schiff. Ich bin ein echter Fan. Vielleicht bin ich natürlich auch ja, parteiisch, ich fahre dieses Schiff einfach zu gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat halt sehr, sehr viele HP, wenn auch nicht mehr die meisten. Es hat eine sehr gute Panzerung, wie ich das schon sagte. Es ist ein echtes, meiner Meinung nach, ein besseres Frontschwein als der Kreml. Ja, muss man einfach so sagen. Die beste Sekundär für mich im Spiel. Ja, eine aus Kombination, ne? Nicht die größte Reichweite, aber die zweitgrößte Reichweite. Mit einer sehr, sehr guten Penetration. Ja, darum ist es für mich die beste, weil die Kombination einfach beides hergibt. Dann eine relativ kurze Nachladezeit bei den 406 mm Geschützen, ohne dass ihr Schaden genommen habt. 24,6 Sekunden, das ist mega heftig. Eine Montana hat 30 Sekunden. Ja, und die kann da nicht runterskillen, außer mit dem Adrenalinrausch. Ne? Das ist wirklich genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich persönlich total toll. Dann, natürlich nicht zu vergessen, Hydroakustik bei einem Schlachtschiff kann Leben retten und eine relativ gute Geschwindigkeit mit 31,5 Knoten. Klar, Republik ist schneller, ja, auch die Kreml kommt in diese Richtung und so weiter. Sie ist jetzt nicht mega schnell, aber sie ist auch nicht langsam. Das muss man einfach auch nochmal mit auf den Weg geben. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Natürlich auch beim Kurfürsten. Die ist sehr weit zu erkennen. Ja, ich glaube, das ist der zweitmeist erkennbare Schiff, also nach der Yamato. Dann ist es super groß, also riesig lang der Teil. Damit ist natürlich eine riesen Angriffsfläche für HE-Granaten, die auf der hohen Tierstufe natürlich auch eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit haben. Ihr habt sehr viel Superstructure drauf, die sind nicht so vereinzelt platziert, wo dann teilweise Lücken dazwischen sind, sondern ihr könnt wirklich ja, viel getroffen werden in der Super, also in den Aufbauten. Superstructure ist der englische Begriff. Dann ist das Schiff natürlich super träge mit der langsamen Ruderstellzeit und dem riesen Wendekreis von über 1 Kilometer und die Geschützturmwinkel. Wenn ihr frontal zum Gegner steht, dann müsst ihr, um die hinteren Geschütze mit einzubringen, 44 Grad anwinkeln, damit ihr die hinteren Geschütze überhaupt benutzen könnt. Und das ist mega schlecht. Ja, das ist wirklich mega schlecht. Da sind andere Schlachtschiffe viel, viel besser. Denn 44 Grad, bei 45 Grad gibt es die sichere Penetration. Ne? Da gibt es dann keine Abprallwinkel mehr. Also könnt ihr, ja, müsst ihr schon sehr, 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 sehr viel Breitseite zeigen. Und das ist dann für euch auf jeden Fall das Verderben so ein bisschen. Muss man dann gut, ja, timen. Ja? Wenn ihr gerade nicht im Fokus seid, dann könnt ihr das vielleicht machen. Sonst wird es eben ein echtes Problem für euch. Sonst muss ich ganz ehrlich sagen, das Schiff ist jetzt über 3 Jahre im Spiel und ist für mich immer noch ziemlich konkurrenzfähig, wenn man es denn offensiv einsetzt. Das Schiff ist kein Kartenrandschiff wie andere Schiffe. Man muss damit nach vorne fahren, man muss seine Trefferpunkte ins Spiel werfen und gerade deswegen eignet sich für meine Begriffe der Sekundärbild auf deutschen Schiffen noch ganz besonders. Es ist einfach ein Schiff, was Spaß macht. Natürlich kann man damit auch mal ein schlechtes Gefecht haben. Das hat jeder mal mit solchen Schiffen. Es klappt natürlich nicht immer, ja. Wenn dann natürlich die Masse der Gegner kommt, dann ist es schon schwer, mit so einem Kurfürsten umzudrehen und dann da wieder zu entkommen und so eine Sache. Man wird halt ständig beschossen. Ja, 15,9 Kilometer ist man erkennbar. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber in Summe, jedes Schiff hat seine Schwächen. Das ist halt die Schwäche des Kurfürsten, ne? So ein bisschen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass ihr euch mit dieser Schiffseinweisung mal wieder vielleicht auch ein bisschen Lust gemacht habt, den Kurfürsten mal wieder auszuprobieren. Und ja, einfach euch mal so ein bisschen eine Idee geben konnte, wie man den Kurfürsten vielleicht auch noch skillen kann. Vielleicht habt ihr ihn auf Survive und wollt jetzt mal ein Sekundärbild ausprobieren, vielleicht mit oder ohne IFAE. Ich würde mich auf jeden Fall super doll freuen, wenn ihr mir Kommentare da lasst zu dieser Schiffseinweisung. Was denkt ihr dazu? Ja? Wie fahrt ihr denn euren Kurfürsten? Was sind so eure Erfolge? Was sind eure besondersten Momente, die ihr mit dem Kurfürsten hattet, wo ihr euch daran erinnern könnt? Das würde ich ganz gerne mal mitnehmen. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn das Video euch gefallen hat, weil ich doch sehr hoffe. Lasst uns bitte einen Daumen nach oben da, lasst uns ein Abo unten mit der Glocke da, damit ihr hier kein Video mehr verpasst. Das würde uns sehr doll freuen. Abos kosten hier nichts.
Ihr könnt uns allerdings unterstützen, wenn ihr möchtet, mit einer Kanalmitgliedschaft. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Könnt ihr euch schlau machen. Unten ist der Button. Und wir sind natürlich noch auf weiteren Medienplattformen, sozialen Medien vertreten. Da gibt es dann unten die Links in dem Video. Ich danke jetzt für eure Aufmerksamkeit und freue mich, euch demnächst im Livestream oder in den Gefechten oder in dem nächsten Video hier wieder begrüßen zu können. Also bis dahin, euer Secrets-Team, euer Andi. Ciao, ciao.